Zum Abendessen gibt es heute eine Bowl mit Feldsalat, Chicorée, gedämpftem Brokkoli, roten Zwiebeln, Lauchzwiebeln und einem Sesam-Senf-Dressing. Dazu noch Brot mit Aufstrich und Räuchertofu und ich hatte auch Lust auf Chips. Und als Dessert gibt es jetzt noch etwas Naturkokosjoghurt mit etwas Apfel-Mango-Mark. Hallo, heute geht es mal wieder um meine Abendroutine. Ja, es ist nämlich so, ich habe früher jahrelang unter chronischem Schlafmangel gelitten und auch unter chronischem Stress, bis ich irgendwann wirklich sehr erschöpft war und einfach nicht mehr konnte. Und dann habe ich entschieden, ich krempel mein Leben ein bisschen um, setze da irgendwie meine Prioritäten, achte darauf, dass ich genügend Schlaf bekomme. Also das war vor 3 Jahren ungefähr und seitdem hat sich mein körperliches und mentales Wohlbefinden um einiges verbessert. Also natürlich ist es so, dass ich hin und wieder mal einen stressigen Tag habe oder eine Nacht nicht schlafe, aber das ist halt nichts Dauerhaftes mehr und ich habe danach immer die Gelegenheit, mich zu erholen. Von daher ist das kein Problem mehr für mich. Und ja, ihr wisst ja, ich bin in den letzten Jahren so ein richtiger Morgenmensch geworden. Ich genieße meine Morgenroutine sehr, aber auch der Abend ist natürlich wichtig und verbringe meine Abende ganz entspannt zu Hause meistens und trinke dann auch gerne schon beruhigende Kräutertees. Und eine Abendroutine an sich ist schon hilfreich für besseren Schlaf, weil einem das natürlich helfen kann, wenn man immer dieses Ritual hat, sich schon mal auf den Schlaf einzustellen, so mental. Und natürlich ist für Schlaf auch ein Rhythmus hilfreich. Das ist klar, wenn man immer zu ähnlichen Zeiten ins Bett geht und zu ähnlichen Zeiten aufsteht, dann erleichtert das natürlich auch den Schlaf schon mal. Aber es ist natürlich nicht immer möglich, je nachdem, welchen Job man hat, ob man Kinder hat, was auch immer. Bei mir ist es auch so, also gerade diesen Monat war es ein großes Durcheinander, da hatte ich gar keinen Rhythmus. Also ich bin den einen Tag um 5 Uhr aufgestanden, den anderen Tag erst um 5 ins Bett gegangen, weil ich entsprechende Drehs hatte. Wenn das mal so eine Ausnahme ist, ist das für mich kein Problem. Mein normaler Rhythmus ist eigentlich, dass ich so um kurz vor 12 immer ins Bett gehe. Das ist immer ganz gut für mich. Die Abendroutine im Bad ist bei mir sehr simpel. Ich reinige mein Gesicht erstmal und schminke mich ab, also entferne Mascara und Lippenstift. Dafür benutze ich etwas Öl und ein feuchtes, waschbares Baumwollpad. Danach putze ich meine Zähne und benutze Zahnseide. Meine Prophylaxehelferin hat mir empfohlen, das genau umgekehrt zu machen. Zuerst die Zahnseide zu benutzen, dann die Zähne zu putzen. Aber irgendwie kriege ich das nicht so ganz hin. Also ich kann mich da nicht umgewöhnen. Ich mache es immer andersrum. Und dann habe ich einen großen Unterschied festgestellt, weil ich in den letzten Wochen und Monaten keine Streaming-Dienste wie Netflix, Sky, Prime abonniert hatte und dementsprechend viel weniger Serien und Filme abends geguckt habe. Ja, das Problem daran ist nämlich zum einen, dass das Blaulicht der Bildschirme die Produktion des Schlafhormons Melatonin hemmt. Und zum anderen ist es auch so, wenn ich eine Serie gucke, die mich so richtig fesselt, dann gucke ich eine Folge nach der anderen und dann ist es auf einmal 1 oder 2 Uhr nachts und dann kann ich auch nicht direkt einschlafen. Und dadurch, dass das weggefallen ist, konnte ich zu meinen gewohnten Zeiten immer ins Bett gehen und habe stattdessen dann immer halt einen Podcast oder ein Hörbuch angehört oder auch meine Meditation. Und das allein ist ja schon mal viel schlaffördernder, weil man liegt im Bett, hat die Augen geschlossen, es ist dunkel, man hört vielleicht noch eine beruhigende Stimme. Ja, das ist auf jeden Fall hilfreich. Ein anderer Faktor, der mich abhalten kann vom Schlafen, das sind meine kreisenden Gedanken. Also ich grübel oft, wenn mich irgendwas beschäftigt und da hilft das Schreiben. Ich mache das auch nicht täglich, ich mache das immer nach Bedarf. Manchmal setze ich ein paar Tage aus, manchmal eine ganze Woche. Und dann schreibe ich einfach diese Gedanken auf, damit ich die einfach nicht mehr im Kopf habe. Und es ist auch manchmal so, wenn am nächsten Tag viel ansteht, dass ich dann etwas angespannt bin. Und dann schreibe ich mir eben alle Aufgaben, die anstehen, auf, liste die auf und das gibt mir mal eine gewisse Sicherheit und dann bin ich auch entspannter.
naheliegende Dinge wie, ja, dass man Dunkelheit im Schlafzimmer hat, Ruhe hat und eben auch eine kühle Temperatur soll ja auch gut sein. Und das bevorzuge ich tatsächlich auch sehr. Also ich mag es, wenn es sehr kühl ist im Schlafzimmer. Und das mit der Ruhe ist auch so eine Sache, weil gerade die letzten Tage wurde ich immer gegen 5:30 von den Vögeln geweckt. Also die sind zurzeit sehr aktiv. Vor Sonnenaufgang fangen die schon an, hier rumzuzwitschern und ich höre das durch die Fenster durch und kann dann auch nicht weiterschlafen. Deswegen habe ich in den letzten Nächten immer Hörschutz getragen. Den habe ich mir vor Jahren mal beim Hörakustiker anfertigen lassen. Ich bin sehr froh, dass ich den noch hatte. Das Einzige, wofür ich noch keine ultimative Lösung gefunden habe, ist eben das Problem mit dem frühen Aufstehen, dass ich da eben sehr unruhig schlafe oder teilweise gar nicht schlafe. Also die einzige Lösung, die ich dafür habe, ist, dass ich das halt nicht mehr regelmäßig habe. Ich habe dafür gesorgt, dass ich das nur noch in Ausnahmefällen habe. Ich bin dabei, eine Lösung zu finden. Ich probiere viel aus. Und wenn ich wirklich was Hilfreiches gefunden habe, werde ich das auch hier mit euch teilen. Falls ihr da einen Tipp habt, dann teilt es doch gerne in den Kommentaren. Mich würde auch sehr interessieren, ob ihr eine Abendroutine habt und was für euch dazu gehört. Im nächsten Video seht ihr meine Morgenroutine oder was ich so im Bad benutze. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!